If you don't want the past to repeat itself and have another Holocaust in the world, you have to talk about it. Because the Nazis didn't start by killing, it started with hate. And once they started to hate, then it was easy to kill. And we have to stop the hatred. An diesem Tag habe ich heute die Ehre, mit einem der Überlebenden des Holocaust hier zusammenzutreffen, mit Ben Lesser und seiner Tochter. Wir sind im Anne-Frank-Zentrum in Berlin und sind gerade durch die Ausstellung gegangen und werden uns jetzt gleich noch mit Schülerinnen und Schülern über den Holocaust damals, über die Lehren für heute unterhalten. Ben Lesser ist ein sehr warmherziger Mensch. Und was mir so gut gefällt, ist, dass er sagt, Hass und Liebe sind zwei sehr starke Gefühle. Und das ist die Entscheidung für jeden Menschen, wo er seine Energie hineinstecken möchte. Er hat sich für die Liebe entschieden und will seinen Teil beitragen, dass das nie wieder geschieht. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Die Erinnerungskultur ist sehr wichtig. Daraus, was in diesem Land nun ganz konkret geschehen ist und was unsere Vorfahren auch teilweise mitgetan haben, erwächst eben eine Verantwortung dafür, dass das nicht mehr passiert. You have to talk about it. And I dedicated my life simply because I know most people can't talk about it. And it hurts me too, but someone has to do it. And I think it's very important that the youngsters today know exactly what was going on and what leads up to this. Es ist einfach nicht zu begreifen, dass es Menschen gab, die eine Religionsgruppe vernichten wollten. Und deswegen ist es so wichtig, dass eine Begegnung mit einem jemanden stattfindet, der das erlebt hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Gesellschaft, so wie sie heute funktioniert, nicht verstehen können, wenn wir uns nicht auch mit der Geschichte beschäftigen. Und dass wir heute Menschenrechte wahren, dass wir heute einen Rechtsstaat haben, eine funktionierende Demokratie, ist auch eine Folge der Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur. Also von daher gibt es für mich eigentlich keine Gegenwart ohne Geschichte. Never again. Never again. Nie wieder. Nie wieder. Thank you.